Wait, halt, aus, Ende, finito, stopp, aus, so, jetzt. Hi. Ja, let's go, wir wollen, genau, so, jetzt richtig. So, wir wollen mal weiterspielen hier mit ATS. Siehst du, wie sieht's eigentlich aktuell mit die Bank aus? Ich bin gerade am Überlegen, wäre es nicht sogar günstig? Günstiger? Oh, ich speichere mal ganz kurz. Ich speichere mal. Und dann mache ich mal ein Wagnis. Ich speichere zwar ungern, wenn ich innerhalb einer Mission bin, aber drauf geschissen. So, jetzt hier. Test, Test, 1, 2, 3, deine Mutter ist dabei. Okay, gut, aus der Video. So, dich nehmen wir mal, dich nehmen wir mal, dich nehmen wir mal, dich nehmen wir. Du gehst mal zurück, du gehst mal zurück, dich nehmen wir mal, dich nehmen wir mal. So. Oh. Das wird gut, das wird gut. Glaubt mir, glaubt mir, glaubt mir. Ich habe zwar gerade ein bisschen, aber das wird gut. So, aufrüsten kostet da gerade noch 100.000, ne? Ja, sehr geil. Sehr geil. Dann schaffen wir es jetzt noch direkt zwei weitere LKWs an. Und zwar diesmal nicht zweimal diesen K100, sondern einmal nur den und dann gleich noch den anderen, diesen Petabyte, den ich eigentlich denn letztendlich fahren möchte. Das ist nochmal eine Garage. Vor allen Dingen auch so schön Backsteingebäude. Wahrscheinlich bloß optisch. Ich schätze mal, das dürften normale Beton, hier Stahlbetonwände sein. Aber ist eh bloß ein Game. So, und jetzt können wir nämlich mal LKW-Händler. Canvas. Und wir machen mal zum Mod-Händler. Wir brauchen einmal noch den hier. Ach komm, holen wir uns doch hier noch einmal die stärkere, den ich schon ein bisschen weiter aufgerüstet habe. Kaufen. Den schicken wir auch in unsere Garage. Bam. Genau. Und jetzt holen wir uns aber noch ein Petabyte, den wir dann nämlich später fahren, sobald wir unsere aktuelle Mission abgeschlossen haben. Das heißt, den kriegt jetzt erstmal ein anderer Mitarbeiter. Achso, das geht ja gar nicht. Geht das schon? Oh, ich kann online kaufen. Konnte man das nicht immer erst, wenn man bereits ein paar LKW, also so 5 oder 10 LKW gekauft hat? Okay. So, Ausführung ändern. So, und zwar kriegt der dann schon gleich ein bisschen. Ne, der soll natürlich auch schon so aussehen, wie er dann später aussehen soll. Ne, Midlift brauchen wir eigentlich nicht. Wobei doch, das macht Sinn. Weil, wenn wir nämlich irgendwo feststecken, wir haben ja keinen Vierradantrieb, oder? Doch, wir haben zwar vier, vier. Aber den können wir noch nicht holen, ne? Weil der nämlich, genau, dann müsste nämlich, der wäre nämlich das Ding wieder weg. Eben, wir haben für die große Kabine leider noch keinen Vierradantrieb. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwo feststecken, dann können wir zumindest die vordere Achse anheben, die hintere ist die angetriebene, und dann hat die angetriebene Achse trotzdem die gesamte Last und kann dementsprechend hat mehr Grip. Weil das ist ja das Problem, wenn du nur eine Achse angetrieben hast, aber bei der Aufliegen, dass dann halt eine Achse einfach leichter durchrutschen kann. Wenn sie halt nur die halbe Last hat. Ne? So, Motor gehen wir auch gleich full in. Wobei. Der hat hier eine höhere, der hat hier eine höhere, ne? Ich glaube, wir nehmen mal lieber den hier. So, was haben wir denn mittlerweile? 18 Gänge mit Vitar, das ist doch ganz geil. Hier ist eigentlich, ne? Ich würde fast mit dem gehen. Das Holz ist zwar schön, aber
Ja, ich persönlich mag lieber eher so. Ja, wobei. Ich lasse mal jetzt mal das hier. So, hier ist völlig klar. Keine Frage. Ja. So, und jetzt wird es ein bisschen spannender. Da kommst du. Nee. Noch mehr hellblau ist nicht gut. So, hier haben wir bloß die Flaggen. Hier ganz wichtig. Das war hier die Weiten, die Breiten. Da. Genau. Unsere schönen Trekkingreifen. Nichts geht über Trekkingreifen. Da kommen wir im jenen Gelände gut voran mit. Das actually gut. So, wie kann ich jetzt da hinten das Ding hier wechseln? Da habe ich wieder so ein Ding, die man nur aus einem ganz bestimmten Winkel sieht, ne? Das hier dürften die. Genau, das dürften die Kappen sein, die brauchen wir nicht. Kann ich die Dinger hier echt nicht wechseln? Das Ding hier? Sehr hässlich. Gut, hier nehmen wir. Brauchen wir eigentlich nicht. Dafür ist der Auflieger nicht. Also, das macht hier keinen Sinn. Das macht dann Sinn, wenn du diesen ganz langen Auflieger hast, der also diese extrem weite Karosserie, wo du zwischen dem Ding und dem Hänger so 3 Kilometer noch Platz hast. Warum auch immer die Amerikaner da so drauf stehen, keine Ahnung. Hier würde ich tatsächlich fast das hier so lassen. Weil es hat nämlich den Vorteil, dass man hier die Rücklichter so halt nicht mehr sieht, ne? Deswegen würde ich das erstmal so lassen. Ich würde fast mit dem bleiben. Ja, doch, die sehen besser aus. So, hier, ganz wichtig, Blinkelicht. Hier würde ich tatsächlich mit Chrom gehen. Aber warte mal kurz. Nee, das ist nicht das, was ich will. Sondern das hier. Genau. Genau. So, dann hätten wir das auch. Müsste auf beiden Seiten sein, genau. Die Türen können eigentlich so bleiben, wie sie sind. Hier nehmen wir auf jeden Fall komplett welche aus Chrom. Mit LED gibt es leider nicht. Schade. Also noch nicht. So, hier würde ich schon die nehmen. Einfach weil das Zeug hässlich aussieht. Ja, das sieht wirklich aus hässlich wie die Nacht. Da ist es schon. Vor allem haben wir hier auch schon richtig schöne Blinklichter. Haben wir hier zwar auch, aber er sieht halt schöner aus. Ne? So. Hey. Achso, das ist nur das Ding. Ja. Aber ganz ehrlich, ich finde das hier echt. Bei dem Truck sieht das wirklich geiler aus. Und vor allem haben wir hier noch das Ding hier. Oh, mit zwei richtig weißen Scheinwerferbumsern. Kann man die auch einschalten? Was? Die leuchten nicht? Dann nehme ich halt auch das Ding hier. Wobei das halt vorne zu viel Bling-Bling ist. Das macht keinen Sinn. Da bin ich doch eher für die. Aber ich weiß halt nicht, ob die halt leuchten oder nicht. Das wäre halt geil, wenn die mit zu den Weltscheinwerfern gehören würden. Dass man das aber nicht ausprobieren kann, ja? Na gut. Vor allen Dingen weiß ich auch nicht, ob das Schwarz hier wirklich zu passt. Das heißt, wir würden wahrscheinlich dann doch eher das Ding hier nehmen. Weil ich sage, das Ding hier unten ist einfach zu viel Bling-Bling. Das Schöne ist natürlich, der geht auch etwas weiter runter. Aber da weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt möchte. Ja, dann haben wir nämlich weniger Bodenfreiheit. Ich glaube, wir gehen mit dem Ding hier. Das macht so schon am ehesten Sinn. So, hier haben wir bloß das hier. Brauchen wir auf jeden Fall nicht. Hier nehmen wir die mit unteren Spiegel. Also hier mit Weitspiegel-Gedingsgedöns. So. Wow. Dass er jetzt Dinger drauf ist, Alter. Ernsthaft? Weg da. Oh. Sieht ein bisschen klein aus. Wenn der Schriftzug ein bisschen größer wäre, wäre schön, aber so
machen wir lieber das hier. Ich glaube, das sieht optisch besser aus. Ey, geh drauf. Ja, das sieht besser aus. So. Weiter im Text. Dann haben wir erstmal äußerlich, haben wir denn soweit alles. Du bist hier dieses Fass. Genau. Ja, äußerlich sieht soweit alles gut aus. Hier oben können wir nochmal ein bisschen gucken. Sonnenschutz brauchen wir, wie gesagt, nicht. Schränkt nur die Sichtweite ein. Wir hätten gerne aber noch ein paar Tröten. Mal gucken, bist du da? Ah ne, du bist dieser gelbe Punkt. Okay, gut, das ist nur einer. Dann nehmen wir mal den hier. Und da haben wir Tröten. So, haben wir vier Plätze. Wir nehmen natürlich das Big War. Reichen zwei. Ich meine, wir können natürlich hier auch Kombi machen, ne? Da haben wir hier richtig Rambazamba. Oder vielleicht andersrum macht's. Ich meine, optisch gesehen sieht beides hässlich aus. Aber technisch gesehen macht das hier vielleicht sogar mehr Sinn. Weil die hier strahlen ja vor allen Dingen auch seitlich ab. Während die beide in der Mitte wirklich fast nach vorne hauptsächlich abstrahlen, soweit ich weiß. Ne? Also ganz vages Halbwissen. Was aber bedeuten würde, dass wenn die zur Seite strahlen, auch an der Seite sein sollten, damit zur Seite nichts begrenzt. Ich meine, wenn jetzt noch weiteres Horn, also wirklich schlimm wäre es wahrscheinlich auch nicht von der Akustik her, aber ihr wisst schon. Ich glaube, wir machen es einfach so. Jutschen, dann fühlt es bloß noch die Innereien. Das klang gerade ganz schön blutig. So, Navi-Gerät haben wir hier bereits eins, brauchen wir also definitiv keins. Vor allem das Schöne ist hier, jetzt kann man auch wieder über die Helligkeit steuern. So, hier, als allererstes, das Ding. Nee, ist mir zu verspielt. Wann kam das denn dazu? Die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht ein bisschen sehr hart, weil es hier so ein Hartplastik ist. Vom Griffgefühl wird das nicht so geil sein. Das sieht total eklig aus. Das ist noch geil. Ist zwar auch hart, aber das ist natürlich so old school. Ich glaube, wir nehmen einfach das hier. Nee. Ich finde das jetzt sogar fast schöner. Das hier glänzt mir zu viel. Das raubt dir einfach den Verstand. Oh, so viel. Nee, das ist zu hell. Da wirst du ja geblendet von deinem eigenen LKW. Ich also entweder das hier oder das. Das ist natürlich so richtig oldschool, also, ja, nee, ist klar. Wisst ihr was, ich gehe am besten erstmal mit dem hier und später umentscheiden können wir es ja immer noch. So, jetzt erstmal hier das Wichtigste. Da eine Wasserflasche. Bumm. So, hier unten können wir hinstellen noch mehr Wasserflaschen. Also jetzt haben wir hier hinten, eine richtig schöne Kabine hier. Aber was ist das da? Ah, aber nur Kacke. Na gut. Dann also nicht. So, hier kommt das süße Dings der Monster hin. Hier kommt. Boah, lass uns mal eine Rockband gründen hier. Hier gibt's ja kaum was. Na gut, den Laptop. Passt am ehesten zu mir. Achso, hier haben wir so Sticker. Ja, aber ganz ehrlich, die Sticker. Ich meine, einen Adler können wir oben raufklatschen. Das ist schön amerikanisch. Aber alles andere hier sagt mir offen gesagt nicht zu. So. Am Boden. Der hätte ich gerne so richtig schön Reisekoffer. Ah, wir nehmen einfach das Ding hier.
kommt dem am ehesten. Tablet. So, achso, hier haben wir auch noch was. Genau, da kommt ja unser... Wir haben nur eine einzige Ablagefläche, ne? Ach, dein Handy. So. Hier kommt so ein ganz klassisches Ding ran. Jo, das war's dann eigentlich schon, ne? Viel mehr gibt's hier nicht zu sagen. Sowas hier finde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen... Sieht zwar erst auf den ersten Blick immer schön aus... Aber die ganze Zeit aber so umbamseln zu haben, ist dann immer so, Ich meine, klar, Doom-Style, ne? Ja, das ist auch witzig. Ah, komm, das nehmen wir. Das ist schön. So, und mehr haben wir dann eigentlich nicht, ne? Bestätigen. So. Dann haben wir noch 30.000 Euro übrig. Heilige Scheiße, ist alles teuer. Aber gut, was willst du machen, ne? Dafür haben wir richtig krass LKW. Aber leider gehört er am Anfang gar nicht uns, sondern irgendjemanden anderen. Aber gut, nach dieser Mission, sobald wir diese Mission geschafft haben, wird er uns gehören. So, jetzt brauchen wir zwei neue Fahrer. Arbeitsagentur. Was haben wir denn da? Wir haben ja bisher nur Typen, ne? Wo sieht man das denn? Da. Ja. Das heißt, wir stellen jetzt mal zwei Frauen ein. Arbeitsagentur. Fahrer einstellen. Die hat sogar relativ gute Bewertung. Einstellen. Dahin. Du kriegst den schönen Truck. Bom. Und dann gucken wir mal, haben wir hier noch eine Dame? Was? Ernsthaft? Stellen wir den ein, der sieht aus wie so ein Schwerverbrecher. Der haut uns direkt die Fresse breit. Der sieht aus wie so ein, als wenn er auf dem LKW nichts verloren hätte. Also der sieht von der Optik her super passend aus. Der sieht aus wie so ein Professor oder ein Arzt. Der ist, wie gesagt, Schwerverbrecher. Bürofachangestellter. Die beiden würden auch noch reinpassen in LKW. Die sind so neutral gehalten. Gut, der grinst hier ein bisschen komisch. Aber gibt es hier keine Frauen? Was ist hier mit Gleichberechtigung? Leute, ich brauche Frauenpower. Was ist los mit euch? Kann ich hier nochmal shuffeln und hier nochmal würfeln? Frauenquote aktivieren oder so? Komm, dann einfach dich hier. Ganz ehrlich, komm. Ich will es ja auch nicht ewig lange rumwarten. Von daher. Let's go. Danke. Jetzt haben wir eine Frau. Nö, haben wir nicht. Ah gut, schade. So. Bam. Bam. So. Fahren. So, das heißt, wir haben jetzt einen ganz schön hohen Kredit. Muss man dazu sagen. Also, das ist jetzt schon 9.000 Euro pro Tag. Ich meine, ich kann mal gucken, was so unsere Garage aktuell macht. Nicht viel. Was machen denn die beide aktuell? Die haben gerade mal zusammen 6.000 Dollar. Das heißt, wir haben jetzt 3.000 Dollar pro Tag Ausgaben. Natürlich. Gut, die mache ich auf jeden Fall erstmal als Fernfahrer. Ganz klarer Fall. Der ist schon zur Hälfte durch und der ist auch schon zur Hälfte durch. Der sieht voll chillig aus und der sieht auch schon ein bisschen so aus, wie als wenn nicht unbedingt wie ein Schwerverbrecher, aber schon, wenn du da hast, ihn auf dem falschen Fuß erwischst, dass er dann auch eine schwere Zeit hast. Ah, mal gucken, Petabyte. Guckt ihn euch an. Er sieht so gut aus. Ja, aber... Die machen hier alle gerade gar nichts, kann das sein? Doch, aktuelle Frachtkäse. Aber wie gesagt, der hat denn hier keinen Auflieger? Die haben beide keinen Auflieger drauf. Wie transportiert...
Haben sie den Käse in den Fahrerraum gepackt oder was? Bei ihm auf dem Beifahrersitz oder wie? Hä? I don't get it. So, was haben die eigentlich für Werte? Die ist sehr effizient beim Fahren, okay. Und er ist sehr fragile Fracht. Also, er ist keine fragile... Ja, also, er kann... Komm, wir fahren einfach mal. So, das sieht schon mal gut aus. So, let's go. Danach wird es erfolgreich in Unkosten gestürzt. Also siehst du, hier haben wir auch so ein 3-Speichen-Lenkrad. Zieht sich bei uns durch wie so ein goldener Faden. Ah ja. Dann müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen. Und dann können wir uns vielleicht auch bald bei den ersten Aufstieger holen. Aber ich glaube mal, da brauchen wir jetzt mal ein bisschen mehr Geld. Weil das Problem bei den Aufliegern ist, wenn wir uns jetzt einen Auflieger holen, da haben wir halt noch kaum Auswahl. Ne? Wir haben halt... Das ist alles billig kacke. Ich meine, wir könnten mal gucken, wie wir den hier modifizieren könnten. So, Einzelauflieger ist völlig in Ordnung. Isoliert auf jeden Fall. Gekühlt wäre natürlich noch schön, aber das geht schon nicht mehr. Und hier geht's. Oh, ne, doch, guck mal, 48 Fuß haben wir schon. Okay. Das geht ja eigentlich. Hm. Oh. Ach ja, brauchen wir ja diesen 52 Fuß Auflieger, damit wir hier. Ah, siehste. Dann wird das gar nichts. Das ist ja hier komplett. Ja. Fahrzeugbrowser, Auflieger. Nein. Fahrzeugbrowser, Aufliegerbrowser. Das ist das, was wir gerade hatten. So, da können wir. Ab Level 15 ist ja gar nicht mehr so weit. Und die Frage ist, ab wann können wir den ganz lang benutzen? Ach, 53 Fuß. Ich dachte mal, sind 52 Fuß. Na gut, dann 53. Und das geht. Oh, ab Level 13 schon. Ey, dann dauert es ja gar nicht mehr so lang. Cool. Ja. Auflieger, wir kommen. Und dann noch natürlich hier schön, ne? Ganz klarer Fall. Sehr schnieke. Sehr, sehr geil. Ja, das kann man so machen. Die hier sind ja, glaube ich, neu. Wobei, bei dem weiß ich. Oder? Ach Quatsch, nee, die neuen Auflieger kommen ja erst noch. Ist ja für 1,45 gibt es nämlich zwei neue Aufliegertypen. Einer, der sieht so ähnlich aus wie der. Und der andere, der sieht so ähnlich. So ganz ähnlich. Also am ehesten mit dem hier mal vergleichbar. Oh, richtig, richtig schöner Tanker hier. Wie lang gibt es die eigentlich? Auch 3,50 Fuß. Gut, der mit 4 Achsen macht keinen Sinn. So schwer können die gar nicht werden. Außer die haben Blei geladen. Okay, die 53 Fußdinger, die haben immer 4 Achsen. So schwer können die doch gar nicht werden. Weil 4 Achsen brauchst du nur bei sehr schwerer Fracht. Also wenn du zum Beispiel so ein Ding hier hast und dann so und dann hier überall diese Stahlrollen zum Beispiel drauf hast. Also, guck mal hier, Stahl. Ah, das ist auch schon, wobei das auch nicht schwer genug sein dürfte. Ich meine, gut, sowas ist natürlich hier auch super leicht. Haben die keine Stahlrohre? Metallspulen. Ja, genau, das meine ich. Es sind zwar keine Spulen, sondern Rollen, aber... Weil Spulen hast du normalerweise nur, wenn du Drähte hast. Die sind ja aber so eine Bleche, die aufgerollt werden. Und wie gesagt, die Dinger, die können richtig viel wiegen. Und da brauchst du dann bei der Länge, wenn du da so ein paar Rollen drauf hast, auch schon ordentliche Achsen. Aber bei Flüssigkeiten, ich meine,
Bei 43 Fuß, da hast du gerade mal, weiß nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. I don't know. Wie gesagt, sowieso alles bloß sehr gefährliches Halbwissen. Aber würde ich jetzt nicht persönlich von ausgehen, dass Flüssigkeiten, also die, die du mit solchen Aufliegern transportierst, und es ist ja entweder nur entweder wasserbasiert oder alkoholbasiert, also Sprit oder sowas. Und Sprit ist ja noch leichter als Wasser. Und Öl auch. Deswegen schwimmen die Scheiße ja bei Umweltverschmutzungen immer oben auf dem Meer. Weil es halt noch leichter ist. Aber selbst mit Wasser kriegst du da nicht so viel Gewicht hin, dass du dafür Achsen bräuchtest. Wie gesagt, würde ich jetzt zumindest nicht von ausgehen. Naja, wer weiß das schon. So, jetzt haben wir noch 4 Minuten zum Fahren. Sehr geil, ich kann mir direkt die nächste Parkstation suchen. Ah, der Hut funktioniert hier. Aber wir haben jetzt wenigstens 2 neue Mitarbeiter. Und vor allen Dingen 2 neue LKWs. Und vor allen Dingen, wie können 3 Sachen vor allen sein? Ist ja so wie, ich bin die Beste, ja, aber ich bin auch die Beste. Hä? Nee, auf jeden Fall vor allen Dingen haben wir jetzt auch unseren Traum-LKW. Also auf den wir eigentlich es abgesehen hatten. Ganz ursprünglich. Den haben wir nur genommen, weil er schon preiswert war. Halt. So, da vorne müssen wir nach links und nach rechts. Was ist denn schon wieder los? Ach so, das ist eine Schlaufe. Okay. Dann bleiben wir mal am besten mal links. Weil ich jetzt mal da vorne müssen wir auch links bleiben. So, Schranke bleibt offen. Wir sehen übrigens kaum Züge, ne? Kann das sein? Wir sind jetzt in letzter Zeit schon ein paar Mal über Bahnübergänge gefahren, aber die ganzen letzten Male kam nie irgendein Zug. So traurig. Go straight on. So. Genau, da vorne heißt es dann links bleiben und dann, oder? Nee, ist eigentlich egal. Nee, sieht sogar fast so aus, als wenn wir doch nach rechts sollten. Der bleibt einfach der Doppelblinker an, okay. Dem hat wohl irgendjemand ans Bein gepinkelt. Auch ein bisschen weit. Oh, wobei geht noch. Ja, easy. Na los, halt grün. Ah, du bist schneller als du. Nein, die wollte uns. Nein. Los. Schmeißt Nägel auf die Straße. Also auf ihre Spur, bitte. Oh mein Gott. Ah ja, ja. Oh, wir haben gewonnen. Wieder schneller. Nee. Gut, wahrscheinlich bremst sie auch schon wieder roten Ampel da vorne. Keine Ahnung. Aber das sind Details, die interessieren keinen. Die Frage ist ja nicht, wie man gewinnt, sondern ob man gewinnt. Ne? Oh, richtig schöner Sonnenaufgang hier. Ja, wobei so ein Aufgang ist es ja nicht mehr. Aber trotzdem. Tiefstehende Sonne. Sehr geil. Sehr, sehr geil.
Hier ist Exit? Wieso? Achso, da vorne, ja, okay. Dann fahren wir hier mal direkt runter. Solange wieder hinter uns noch hinter uns war. Und schildert sich noch neben uns und verhindert bei uns das Abbiegen. Ja. So, noch 900 Meilen. Eieiei. Das ist ja eine ganz schöne Strecke hier. So, dann machen wir da vorne auf der Rastfläche ein bisschen gleich mal Pause. Da hatten wir sogar letztens schon ein paar Pause gemacht, ne? So, wie ein ordnungsbewusster machen wir genau hier auf diesen extra dafür markierten Bereich, ja, der ist extra dafür markiert worden. Mal ein bisschen mittig reinfahren. Ja, extra hier als Parkbereich markiert worden. Wer auf die Idee kam, innerhalb dieses Parkbereichs die Tür davon hinzubauen, habe ich keine Ahnung. Aber dieser offensichtlich als Parkbereich markierte Bereich, wir werden natürlich auch nutzen, um hier zu parken, ja. Da vorne der Parkbereich ist ein Schuchtel. Von daher werden wir die Gelegenheit mal nutzen. Und von dann ziehen. Gut. Dann soll es das mit dieser Folge auch wieder gewesen sein. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, wenn es denn dann heißt LKW fahren. Bis dann.